Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podderfacts. Eigentlich sollte die Folge von heute ja schon Mittwoch erscheinen, allerdings war es ein bisschen schwierig, denn das neue Format Fact Time ist halt ein bisschen aufwendiger zu produzieren, da viele Effekte und so weiter drinnen ist. Glaubst du, wer du bist? Ich erledige dich jetzt, meinen Schweizer Taschenlaser. Und ja, von daher würde ich sagen, ist es entschuldigt, dafür kommt halt ein qualitativ hochwertigeres Video. Ja, ich würde sagen, ich labere nicht lange rum, sondern fange mit den heutigen Fakten an. Es geht heute um Neville Longbottom. Fakt Nummer 1. Neville wurde am 30. Juli geboren und hat somit am gleichen Tag wie Harry Potter Geburtstag. Fakt Nummer 2. Die Prophezeiung aus dem Ministerium passt nicht nur auf Harry, sie passt auch auf Neville. Fakt Nummer 3. Die Eltern von Neville wurden von Bellatrix Lestrange in den Wahnsinn gefoltert. Fakt Nummer 4. Als Neville mitbekommen hat, dass viele Todesser, darunter Bellatrix Lestrange, aus Azkaban geflohen sind, hat er sich der DA angeschlossen. Fakt Nummer 5. Der Beitritt zur DA hat Neville's enorme Charakterveränderung in Gang gesetzt. Fakt Nummer 6. Neville hat im 7. Jahr die Dumbledores Armee wiederbelebt und einen großen Widerstand gegen die Todesser, die zu diesem Zeitpunkt Hogwarts geführt haben, geführt. Fakt Nummer 7. Neville hat Nagini getötet und somit einen Horcrux außer Gefecht gesetzt. Ja Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.